Wenn ich dann zum Beispiel sagen würde, als Mutbotschafter kann ich dir sagen, okay, du kannst das gerne machen, wie du kannst auch gerne ein Businessmodell daraus machen, aber nur wenn es auf der Liebe beruht, wenn dieses Motiv dahinter ist. Dann kann man das missdeuten, missverstehen, klar, aber das kann man auch simpel dann wieder präzisieren. Und zwar, wenn man etwas hinzufügt. In diesem Fall wäre es bedingungslose Liebe. Also egal ob im Beruf, in der Familie Sind Sie oder. sicher, dass Leute wirklich wissen, was das ist? Da kommt wieder der Schritt Verstehen. Also mit Liebe ist schon schwer, aber bedingungslos ist ja wirklich schwierig. Meistens, wenn wir sagen, ich liebe dich, dann haben wir eine bestimmte Erwartung, dass das auch irgendwie klappt oder wie auch immer. Und wenn man wirklich jemanden bedingungslos liebt, dann ist das auch eine Stimme, in der weggeht. Also dann braucht man den auch nicht. Dann ist man froh, dass man den lieben kann. Ja. Ja, glauben Sie, dass das viele Leute verstehen? So eine Art von Liebe, die, da kommen die dann und sagen, das ist ja was Göttliches und das ist hier Agape oder wie das da auf Griechisch. So, und dann zerreden die einem das auch noch und bleiben dabei, dass Liebe etwas ist, was dann am Ende fast wie eine Handelsbeziehung läuft. Und dann machen sie einen Ehevertrag. Wunderbar. Das hatte alles mit Liebe nichts zu tun. Also ich fürchte, dass wir mit bestimmten Begriffen, die sind zwar richtig, aber da müssten wir die Herzen der Menschen erstmal erreichen, dass die überhaupt wissen, was Liebe ist.